Ja, schauen wir uns die Möglichkeiten eines Tab-Stops mal an. Ich habe jetzt hier eine Bestellung mal aufgelistet und man müsste das jetzt eigentlich so machen, dass man dann mit der Leertaste diese einzelnen Positionen entsprechend weiterschiebt. Und man merkt schon, das dauert ziemlich lange, wird dann auch nicht genau, das sind nicht genau untereinander. Und bis man das dann hier entsprechend zusammen hat, vergeht dann eine Menge Zeit. Statt der Leertaste kann man hier sich behelfen mit der Tabuliertaste. Das ist die Taste neben dem Q. Wenn ich hier entsprechend diese Taste drücke, dann habe ich wesentlich schneller diese Abstände, weil diese Abstände größer sind. Und ich habe den Vorteil, im Gegensatz zur Leertaste, wo die Schrift ja unterschiedlich breit sein kann, also dieses T ist natürlich breiter als das I und dadurch kann es sein, dass ich nie diese Zeichen genau untereinander bringe. Und hier hilft mir die Tabuliertaste. Hier, wenn ich einen Tab mache, dann ist es genau dieser Abstand, der ist in jeder Zeile gleich und dann kann ich hier entsprechende Positionen übereinander bringen. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Ich habe hier die Möglichkeit, entsprechende Ausrichtungen einzustellen und dann entsprechende Tabs einzustellen. Dazu muss ich natürlich in die entsprechende Zeile gehen. Jetzt mache ich hier mal einen linksbündigen Tab, den ziehe ich hier. Sagen wir mal bis hierhin, bis zum Sechser. Wenn ich jetzt die Tabuliertaste drücke, dann springt er gleich an diese Stelle. Wenn ich in die nächste Zeile gehe, dann funktioniert das nicht. Das heißt, ich müsste wieder diesen Tab hier entsprechend rausziehen und auch in der nächsten Zeile. Und das Ganze ist drüben. So, und jetzt kann ich noch, jetzt mache ich noch Folgendes. Also einmal so. Und in der nächsten Zeile möchte ich den Tab ändern. Und zwar auf dieses umgedrehte T mit diesem Punkt daneben. Hier kann ich nämlich zu einem Dezimalpunkt springen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Tab-Taste drücke, dann ist dieses Komma genau in der Mitte von diesem Tab. Also das war bei 10,5. Das Ganze mache ich hier unten nochmal. 10,5 vor dem Betrag hin, Tab-Taste. Gut wäre es natürlich, habe ich da unterschiedlich. Ah ja, man sieht, hier ist die Tab-Taste bei 10,5 und hier ist sie weiter drüben. Das kann ich aber auch hier rausschieben, dann ist es wieder genau untereinander. Ein Vorteil wäre, wenn man diese Tabs im Voraus festlegt. Also wenn ich jetzt in die nächste Zeile schalte, dann muss ich die nicht noch einmal extra hier auflisten. Also wenn ich jetzt hier Kopier, Papier bestelle, man sieht also, hier ist es erhalten geblieben. Tab-Taste, bestellen wir mal 15, Tab-Taste und dann gebe ich 20 ein, Komma und dann schreibe ich danach weiter. Und wenn ich wieder in die nächste Zeile gehe, dann bleiben mir also diese Tabs erhalten.